Und damit einen wunderschönen guten Abend euch da draußen, ihr Lieben. Willkommen bei Benny und Steve. Ich bin Steve und ich dachte mir, hey, ich schmeiß die alte Maschine heute mal an und mach einen spontanen Stream. Ja, wir haben es um 8. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit Bock, ein Spiel zu spielen. Und tatsächlich würde ich das gerne mit euch zusammentun. Irgendwie. Und da will ich jetzt ja nicht großartig rumeiern irgendwie und ich würde einfach sagen, ich gehe einfach direkt ins Spiel. Und zwar habe ich einfach tierisch Bock, Alien Isolation zu spielen. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley, die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrens macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Taste bewegen. Ach, geil. Gucken Sie die Torrens. Ah, das ist das. Oh. Ja, da wird man ja direkt nostalgisch, ey. Jawoll. Ach, auch geil. Ja, also ich weiß nicht, habt ihr die Alien-Filme gesehen damals?
von, ich glaube, der erste ist von Ridley Scott. Ja. Original, das Design, das sieht so alles aus, so ein bisschen so wie Gummizelle, so dass man sich ja nicht wehtut da dran irgendwie. Großartig. Einfach großartig. Verdammt, hier benutzen. Ah, okay. Wird jetzt die einzige? Wird hier nicht die einzige sein, oder? Sounds, ey. Wirklich geil. Oh, was haben wir hier? Gegenstände nehmen. Ladungspack, binde mit dem Binde. Knappen wir alles. Nehmen wir alles mit. Ein paar Kippen hier. Was ist das? Ah, die guten Cold. Wahrscheinlich Menthol. So, auf Terminal zugreifen. Was können wir denn hier? LM-Link. Knapp verpasst. Erlen. Suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade ein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Das ist die alte Geschichte. Das ist Megacorp. Haben ihn, was? Haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. So, wie geht's denn hier? Achso. Kleinfirmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Ah, sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Hm. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Valent Yutani ordentlich. Na, viel Glück jedenfalls. Wenn man sie nicht schlagen kann, was? Hm. Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Alles klar. Und, cool. So, ich liebe die Ehenfirma. Ja, die sind einfach großartig. Ach, guck mal, hier ein Hufeisen. Geil. Könnt ihr mich hier total verlieren und die ganze Zeit nur so, okay, so sich hier durchlaufen, ey. So. Okay, und scheinbar sind alle irgendwie Container oder Behälter mit grünem Licht Quavoluten. Komponente B sind so Bindemittel. Keine Ahnung, ich nimm's erstmal mit. Was haben wir hier? Anziehen. Oh, wir müssen uns anziehen. Na denn? Erinnern die Kette. Ja, X257. Wer ist denn. Welcher ist denn dein Lieblingsfilm von Aliens? Hast du einen Lieblingsfilm? Ist doch die Frage, zählst du die neuen mit? Star. Verlaine, Connor, Samuels, Taylor und Ripley. Alles klar. Okay, 5 Leute. Und wer so ein Sitzsack. Also auch diese Vermischung von diesem nostalgischen alten Zeug irgendwie. Benutzen. Ja, wir haben uns zwar gerade angezogen, aber stellen wir uns einfach mal unter die Dusche. Können wir machen. Schön. Nee, brauchen wir nicht. So, alles klar, gehen wir mal weiter. Wo müssen wir denn hin? So, was haben wir hier? Was ist das? Ah, hier kann ich das Spiel speichern. Okay. So, Spiel gespeichert. Schön. Sensor, Lernungspack und Schrott. Ich pack einfach mal alles ein. Wir werden es wahrscheinlich für irgendwas hier brauchen, was wir uns noch sagen werden. Ja. Ich würde sagen, Aliens. Also der zweite ist mein Lieblingsteil. Ja, der hat natürlich auch richtig ordentlich geknallt. Weil James Cameron hat da richtig einen abgeliefert irgendwie. Also ich mag tatsächlich auch, ich bin so ein bisschen zwiegespalten zwischen Teil 1 und Teil 2 irgendwie, muss ich sagen. Teil 1 ist natürlich halt mega geil durch diese Atmosphäre, wie sie hier auch hoffentlich in dem Spiel eingefangen ist. Aber bis jetzt sieht das sehr vielversprechend aus. Und Teil 2 ist halt einfach, er knallt halt einfach. Er ist richtig geil irgendwie. Die ganze Crew. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Nein. Tut mir leid. Negativ. Ist doch mal hier ein paar Kepler. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Valent Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Ja. Tut mir leid. Vorgesetzten haben wollen, das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Okay. Gut, sprechen Sie mit Taylor. Alles klar. Geschlossen. So, hier haben wir noch einen Rechner. Was
So, ich bin ein großer Fan, wirklich so ein bisschen auch so ein bisschen Hintergrundstory mit reinzulesen, einfach umso dichter wird die Atmosphäre irgendwie. So, an N. Taylor, Nostromo-Vorfall, Welland-Yutani-Datei und so weiter. Hey Taylor, ich habe Ihren Auftrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Daten auszugraben und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. An den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Vater USCSS Nostromo von Weyland-Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Kann ich hier irgendwie nach unten gehen? Nach unten? Nee. Dallas als Captain, Ash wissenschaftlicher Offizier, Kane, erster Offizier, Ripley, dritter Offizier, Lambert, Navigationsoffizier. Okay. Passagierliste der Torrens. Alles klar. Gut. Klasse M. Verlaine ist Captain. Diana. Besitzer. Oh. Ebenfalls auch Besitzer jetzt hier. Der Torrens. Hin- und Rücktransport der Weyland-Yutani Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von Weyland-Yutani wahrscheinlich. Samuels, C. Ripley, A. Taylor, N. Passagiere Samuels, Christopher Ripley, Amanda, Taylor, Nina, Anzahl der Decks 2. Oh, ich glaube, lieber mit den Bildtasten. Besatzungszahl. Hey Junge, hey, grüß dich! Besatzungsmitglieder 2, interstellare Kommunikationsantennen, Fernstrecke, Hyperschlafkammern, Abschlepper zur gewerblichen Passagierfrachtschiff, umgerüstet. Verfügt über intakte, schwere Schlepperbrücke. Hey Junge, wir spielen Alien Isolation und wir haben gerade angefangen. So, okay, hier haben wir tatsächlich eine Karte der Torrens. Schau mal an, die Kombüse, Brücke. Oh, wir sind direkt vor der Brücke, schön. Aber wir müssen erstmal mit Samuels sprechen. Na, dann werden wir das mal tun. Hey, Junge, hast du schon Aliens gesehen? Einen der Alien-Filme? Damit können wir noch Schrott. Nehmen wir einfach mal Schrott mit. I like Schrott. Können wir hier was... Nee, können wir nichts machen. So. Hier lang. Nee, nichts für mich. Alles neu heute. Ach, ich sag dir, also du musst jetzt nicht wirklich Aliens gesehen haben, um tatsächlich Alien Isolation irgendwie zu verstehen. Es ist natürlich immer ein bisschen von Vorteil, sagen wir mal so irgendwie, aber tatsächlich ist grundlegend der Spirit der Filme eingefangen. Diese Optik, dieses Design ist einfach groß, ist jetzt großartig aus. So, du bist Samuels? Ja. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, so, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Und zwar, wir sollen zur Raumstation Sevastopol fliegen. Weil dort wohl irgendwie etwas von der Nostromo, und zwar ist das das Raumschiff, auf dem Sigourney Weaver im ersten Alien-Film war, sich dort befindet. Vielleicht irgendwie die Blackbox oder sonst irgendwas, das habe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich mitbekommen. Irgendwie. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zur Sevastopol mit diesem Raumschiff hier, Torrens. Und das Design ist großartig. Es ist großartig. Man möchte direkt dran kuscheln mit meinem Kopf irgendwie. Weil so sah das Raumschiff auch in Aliens 1 aus. Einfach der Wahnsinn. Ja, die Lichteinfälle. Freue mich richtig. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus.
Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihre Einsatzdokumente ein. Okay, alles klar. Wo? Hier vorne? Ja, sieht gut aus. Einsatzdokumente abholen. Können wir es sehen? Und alle schwitzen. Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Uff, war wahrscheinlich so semi-geil. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten. Nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrance nicht reinbringen. Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Sie befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Alter, jeder, der schon mal irgendwie einen Weltraumfilm gesehen hat, irgendwie, wo irgendwelche Leute retten müssen oder abholen müssen oder irgendetwas von da holen müssen, wissen, wenn Funkspruch also so ankommt. Anzug einen Funkverstärker verpasst. Attention! Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Nimm Waffen mit. Haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Geile Temptatsache. Die Frau Captain. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Das sieht optisch wirklich absolut lecker aus. Ich freue mich auch wirklich, dass man es jetzt auf PC spielen und weil es halt tatsächlich schon ein paar Konsolengenerationen irgendwie auf dem Buckel spielen. Das ist jetzt nicht neu, ich weiß gar nicht, von wann das ist. Ich schau mal an. Hammer. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Okay. Schön festhalten, festhalten. Ripley, Moment! Ja, wenn du dich da jetzt nicht festhältst, Arsch. 2014 sagt er dir damit. 8 years later. So, ich bin ja mal gespannt, ob es einer der beiden überhaupt geschafft hat noch von den anderen. Und das ist halt auch so cool, ne? Also diese Ladebildschirme halt, weil die einfach so in diesem VHS-Stil der 80er sind. Irgendwie. Das ist einfach grandios. Erinnert mich daran, dass ich mir Gravity noch anschauen wollte. Ja, tatsächlich. Gravity-Flashbacks gerade. Was halt auch so mega cool ist, dass es halt einfach alles so dermaßen irgendwie alt und überlebt aussieht für heute Verhältnisse. Ne? Also. So, oh, umziehen. Alles klar. Dann raus aus dem Anzug hier. Also, ne, so das Design der ganzen Sachen, so, das sieht ja halt einfach. Sieht halt einfach aus wie Leute, die sich in den 80ern dachten, so irgendwie, okay, alles klar, so lassen wir das jetzt alles mal aussehen. Und ist ja nicht schlecht gealtert, ne? Also darf man ja auch nie vergessen. Aber das ist. Oh, guck euch das doch mal an. Ach du Scheiße. Oh, ich werde so sterben, ey, mit dem Alien hier, ich sag's euch. Okay, an Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Oh, okay. Alles klar.
Na dann, wir safen mal. Ich bin übrigens ein Freund des häufigen Safens, ja? Also, führt euch hoffentlich bitte nicht davon genervt irgendwie, aber safen immer richtig. So, okay, alles klar. Der Emergency-Punkt gibt diesen Fiebton von sich, ne? Ja, okay, alles klar. Gut, haben wir eine Karte von dem Ort hier? Okay, alles klar. Dann schauen wir mal hier. Alter, das ist groß, das ist groß. Oh. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Okay, komm hier. Hier laufen wir wahrscheinlich wieder nach vorne, ne? Speicherpunkt, ja, so dachte ich mir. So. Lüftungsschicht. Hm. Also, kurze Info irgendwie für alle, die Aliens, die Firma halt nicht kennen, irgendwie dieses Alien. Und der Name teasert es ja schon, ist Alien Isolation, also das Alien wird hier kommen, bewegt sich in den Filmen überwiegend über Lüftungsschächte. Heißt also, wenn wir jetzt hier durch Lüftungsschächte krauchen, ist das für uns kein Safe Place irgendwie. Also. Ah. Ich freue mich und ich habe ganz schreckliche Angst eigentlich tatsächlich jetzt davor schon. Lüftungsschächte in Horrorspielen. Immer gut. Ja, tatsächlich, wenn du hier bleibst, einfach ist alles in Ordnung. Aber wir müssen ja irgendwie weiter. Aber guckt euch mal die Grafik an. Das ist doch wirklich, also für ein Spiel von 2014. Hey, sorry, aber mega. Also wir spielen noch in kompletter Ultra-Auflösung. So. Ordner fehlerhaft. Okay. Stilllegung. Maschinenraum, Stilllegung. Also, Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Wir werden mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionierung sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Ja, das hat er doch aber jetzt im vorigen Satz eigentlich... Egal. Es wird über alles Buch geführt. Und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zum Marshall Waits. Ist klar. Okay. Und Ordner fehlerhaft. Okay, alles klar. So, wo können wir... Okay, hier müssen wir wahrscheinlich rüber. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, was haben wir hier? Schrott. Also wir finden die ganze Zeit irgendwelche Sachen wie Bindemittel, Schrott und irgendein Schlabatz-Sensoren oder so. Woraus wir vielleicht uns irgendetwas bauen müssen. Oh, okay. Ah. Oh, ich hab's falsch gemacht. Scheiße. Oh, shit. Muss das so sein? Flucht nochmal. Okay, wahrscheinlich war das gescriptet. Eine Leuchtfackel. Das okay. Wird helfen. U halten, öffnen das Navigationsrad und Maus. Leuchtfackel. Und Maus. Ja, achso, da, er drückt. Ach du Schande. Ach du Schande. Es geht durch. Okay. Krass, wir können uns sogar hinlegen. Oder? Nee, es ist bloß anscheinend gerade sehr tief hier an, irgendwie, weil sie da so unter durchgekommen ist. Alter, aber sag doch mal irgendwie. Also, ich bin tatsächlich jetzt noch nicht so lange wirklich geile Grafik in Ultra gewöhnt. Irgendwie, deswegen bin ich halt immer noch total geflasht. Also. Sieht es mir nach, wenn ich hier so, oh, wie so ein Kind im Süßigkeitenladen irgendwie jetzt hier irgendwie umstaunen. Scheiße. Oh,
Bindemittel Ethanol. Wow, what? Ist das Bindemittel einsammeln? Haben wir? Haben sich hier welche versteckt oder was? Okay. So. Hier vorne habe ich eine Treppe gesehen, wo man hoch kann. Scheinbar haben wir auch keine Ausdaueranzeige. Was? You always know working, Joe. Alles klar. Spricht für viel Zufriedenheit, so Graffiti hier an der Wand. Klettern. Fangen wir irgendwas? Ethanol. Hallo? Ist da wer? Das sieht mal richtig geil aus. Das sieht richtig gut aus. Die Sevastopol hier, ne? Komm hier ran. Okay, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Haben wir hier im Moment? Ich eine Legende aufrufen, alles klar. Leiterzugang und von Interesse. Hier ist etwas von Interesse in dem Gang davor. Sollten wir da jetzt nochmal hin? Oder müssen wir nachher hin? Ich weiß nicht. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Wie würdet ihr das jetzt interpretieren? Dann kann ich hier ranzoomen. Ja, ich würde sagen, ne, hier von Interesse. Und das war bei der Leiter. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz kurz runter, weil ich habe natürlich Angst, jetzt da was zu verpassen. Irgendwie. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas Wichtiges übersehen habe. So, Interesse. Okay. Mal ganz kurz hier vorne. Nicht, dass da noch irgendwas lag, wo ich irgendwie durchgekrochen bin. Bleib mir bitte nicht böse, wenn ein bisschen. Ach, da wird hier so schön leuchtet. Das hier kann man nicht irgendwann nehmen. Okay. Sieht nicht so aus. Aber es ist doch hier, ne? Ja. Okay. Tja, who knows? Ist euch was aufgefallen? Manchmal ist man als, ich sag mal, als Backseat-Gamer sieht man ja doch noch ein bisschen was anderes als der Spielende. Ist euch. Ah, hier. Schrott, das wird es jetzt aber nicht gewesen sein, oder? Schrott? Würde ich jetzt diesen Schrott finden? War das wichtig? Egal. Okay, dann gehe ich mal hoch. Mach ich mal hoch weiter. Vielleicht müssen wir auch nochmal zurück. Who knows? Was? Schrott. So, okay. Strom wiederherstellen. Ebenfalls und ebenfalls. Okay, es leuchtet rot, ich würde sagen. Fiepen? Weiß auch nicht. Von der Position her war es eher am Gitter. Ich habe jetzt nichts gesehen. Hast du was gesehen? Was ist das? Durch die Nutzung dieses Terminals wird die Karte mit... Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. So erweitern wir unsere Karte. Cool. Nice. Okay, benutzen. Sind das so eine Orchester-Hits? Nee, doch nicht. Ich dachte so. So, dann holen wir erstmal hier 2000 Kilojoule rein hier. Okay. Passiert das nicht wirklich was, wa? War da nicht ein Kasten hinter dem Gitter? Wir gucken gleich nochmal. Wir gucken gleich nochmal. Geh mal ganz kurz hier ans Terminal. So, privat. Langley. Falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen lassen. Da hätte ich jeder bedienen können. Ja. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles an einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik. Niemand geht mehr runter zum Terminal. Ja, nicht nach dem Vorfall. Ich habe außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna.
Hätte ich vielleicht ein bisschen höher sprechen sollen. Egal. Also. 0340.